Welcher Star hat erst nach seinem Tod die Menschen vor den Gefahren des Rauchens gewarnt? Und welcher Prominente sagt in seinem letzten Interview auf unheimliche Weise seinen eigenen Tod voraus? Bleibt dran und findet es heraus. James Dean wurde am 8. Februar 1931 in Marion, Indiana geboren. In der Highschool entwickelte Dean ein Interesse an der Schauspielerei, das ihn an die Westküste führte, wo er kurzzeitig Theater an der University of California, Los Angeles studierte, bevor er sein Studium abbrach, um der Schauspielerei nachzugehen. Kleine Rollen und Werbespots führten Dean dann schließlich nach New York, wo er unter der Leitung von Lee Strasberg am renommierten Actor-Studio studierte. Deans Rolle in dem Broadway-Stück The Immoralist erregte die Aufmerksamkeit des Filmregisseurs Elia Kazan, der ihn im Jahre 1955 in Jenseits von Eden besetzte, dem einzigen Film, dessen Veröffentlichung er noch erleben sollte. In rascher Folge folgten weitere Hauptrollen in Giganten und Denn sie wissen nicht, was sie tun. Nur 13 Tage vor Deans Tod interviewte der Schauspieler Gig Young den jungen Star am Set von Giganten für die TV-Show Warner Bros. Presents. Dean, ein begeisterter Rennfahrer, sprach mit Young über sicheres Fahren und die Wichtigkeit, auf der Autobahn vorsichtig zu sein, und beendete den Beitrag mit den Worten: Take it easy driving, the life you might save might be mine. Am 30. September 1955 verunglückte Dean bei einem Highspeed-Autounfall und kam dabei auf der Stelle ums Leben. Er war gerade einmal 24 Jahre alt. Bela Blasko wurde am 20. Oktober 1882 in der Stadt Lugos in Südungarn geboren. Obwohl seine Bühnen- und Filmkarriere über 50 Jahre andauerte, wird der Mann, der weltweit unter seinem Künstlernamen Bela Lugosi bekannt ist, für immer für seine Rollen als Dracula in der Verfilmung von Bram Stokers Romanklassiker durch Universal Studios aus dem Jahre 1931 bekannt sein. Doch Lugosi enthüllte im Jahre 1955, dass er von Morphium abhängig geworden war, welches ihm Jahrzehnte zuvor zur Linderung von schweren Beinschmerzen und Ischiasbeschwerden verschrieben worden war. Da er wusste, dass er ohne Hilfe sterben würde, begab er sich freiwillig in eine medizinische Einrichtung, um sich wegen seiner Sucht behandeln zu lassen. Nach seiner Entlassung verließ der vollständig rehabilitierte Lugosi das Krankenhaus und sprach zum letzten Mal mit der Presse: It's a terrible ordeal to go through a withdrawal. It's the greatest pain in the world. Dennoch sagte er, dass seine Zeit in der Reha einen Wandel herbeigeführt habe. I became a new man, new lease of life. I'm cured. Lugosi sah seiner Zukunft optimistisch entgegen und freute sich auf der Arbeit an einem neuen Film mit einem Freund, dem berüchtigten Filmemacher Edward D. Wood Jr. Nur ein Jahr später erlitt Lugosi jedoch einen tödlichen Herzinfarkt, während er sich in seiner bescheidenen Wohnung in Hollywood ausruhte. Er war 73. Der im Jahre 1907 in Iowa als Marion Robert Morrison geborene John Wayne war ein Footballstar der University of Southern California, bevor ihn eine Schulterverletzung für immer außer Gefecht setzte. Wayne wurde von dem legendären Regisseur John Ford entdeckt und verkörperte später Hollywoods Image der amerikanischen Cowboys in Filmen wie Ringo und Der schwarze Falke. Im Jahre 1964 wurde bei Wayne Lungenkrebs diagnostiziert. Eine Operation, bei dem der größte Teil seines linken Lungenflügels entfernt wurde, erwies sich als überwältigender Erfolg. Doch der Krebs hatte noch nicht mit John Wayne abgeschlossen. Im Januar 1979 entdeckten die Ärzte ein bösartiges Geschwür im Magen des Schauspielers. In einem 9-stündigen Notfalleingriff entfernten Chirurgen Waynes kompletten Magen. Wayne gab sein letztes Interview mit Barbara Walters von ABC nur einen Tag vor der Entdeckung seines Magenkrebs. Im Rückblick auf seine 50-jährige Karriere äußerte sich Wayne zu seiner Sterblichkeit. Bei der Oscarverleihung am 9. April 1979 hatte John Wayne seinen letzten öffentlichen Auftritt. Er verstarb am 11. Juni 1979 im Alter von 72 Jahren im UCLA Medical Center. Als Judy Garland im Teenageralter war, wurde sie zu einem der größten Publikumsmagneten Hollywoods. Und als sie im Jahre 1939 die Hauptrolle in dem Klassiker Der Zauberer von Oz spielte, wuchs ihr Ruhm noch weiter. In den 1940er Jahren übernahm Garland reifere Rollen in Filmen wie Heimweh nach St. Louis. Doch Sucht und Geisteskrankheiten beendeten beinahe ihre Karriere. Später in ihrem Leben wechselte sie zu Aufnahmen und Bühnenauftritten mit einer Reihe erfolgreicher Konzerttourneen, gefolgt von einer triumphalen Rückkehr zu Filmen wie Ein neuer Stern am Himmel aus dem Jahre 1954. Doch wie in The Little Girl Lost von El Diorio bereits dokumentiert, hatten sich im Jahre 1969 die Überarbeitung, Drogensucht, Crash-Diäten und eine Reihe von Nervenzusammenbrüchen auf Garlands Gesundheit ausgewirkt. Im März desselben Jahres gab sie dem dänischen Rundfunk ein Interview, das ihr letztes sein sollte. Garland wirkte müde und erklärte: My life's been, my career has been like a roller coaster. I'm either an enormous success or just a down and out failure. Auf die Frage, ob sie das Gefühl habe, ein reiches Leben geführt zu haben, antwortete Garland, die seit kurzem mit ihrem fünften Ehemann Mickey Deans verheiratet ist: No, not until now. I think it's been an interesting life. I loved always giving performances to audiences, but I can't take the audience home with me. 3 Monate nach diesem Interview wurde Judy Garland im Alter von 47 Jahren an einer versehentlichen Überdosis Drogen in ihrem Londoner Haus tot aufgefunden. Yul Brynner wurde durch seine Paraderolle in dem Musical Der König und ich unsterblich. Eine Rolle, die er am Broadway über 4000 Mal spielen sollte, wobei er eine rätselhafte Persönlichkeit war.
Mit seinem kahlgeschorenen Kopf und seiner kräftigen Stimme war er eine imposante Erscheinung in Rollen wie dem Pharao Ramses in die Zehn Gebote oder dem androiden Revolverhelden in Westworld. Doch laut seinem Sohn Rock Brunner, dem Autor von Yule, The Man Who Would Be King, war die größte Schöpfung des Schauspielers seine eigene Persona. Als Rock Brunner seinen Vater auf die Ungereimtheiten ansprach, die er bei seinen Nachforschungen über seine Vergangenheit gefunden hatte, antwortete der Schauspieler: "Die Fakten meines Lebens haben nichts mit den Realitäten meiner Existenz zu tun." Obwohl die Details zu Jule Brenners Anfängen undurchsichtig sind, sind die Fakten seiner traurigen letzten Tage einfach unwiderlegbar. In dem Bewusstsein, dass sein Tod durch Lungenkrebs unmittelbar bevorstand, trat Brenner am 7. Januar 1985 in der ABC-Sendung Good Morning America auf. Auf die Frage des Moderators David Hartman, ob er an seinem Leben etwas ändern könnte, antwortete Brenner: "If I could take back that smoking, we wouldn't be talking about any cancer. I'm convinced of that." Nach Brenners Tod im darauffolgenden Oktober im Alter von 65 Jahren gab seine Witwe Katie der amerikanischen Krebsgesellschaft die Erlaubnis, das Filmmaterial des Interviews für eine wirkungsvolle Anti-Raucher-Kampagne zu verwenden und erfüllte damit einen der letzten Wünsche ihres Mannes. In der PSA schaut Brenner direkt in die Kamera und sagt: "Now that I'm gone, I tell you, don't smoke." Der inzwischen verstorbene Gene Wilder machte Karriere mit seinen schrägen Charakteren. Von Roland Dahls berühmten Süßigkeitenmann Willy Wonka bis zu Titelfiguren Mel Brooks' Komödiantenklassiker Frankenstein Jr. erweckte Wilder exzentrische Charaktere mit einer Sensibilität zum Leben, die unter Komödiendarstellern nur selten zu finden ist. Trotz seines Ruhms war Wilder ein privater Mann, der nur selten Interviews gab. In einem seiner letzten Gespräche vor seinem Tod im Alter von 83 Jahren aufgrund von Komplikationen der Alzheimer-Krankheit sprach er mit Robert Osborne von Tuner Classic Movies in der 92 Street Y darüber, warum er sich von der Schauspielerei zurückzog. Die Antwort: Er mochte einfach die Art von Filmen nicht, die gemacht wurden. I didn't want to do the kind of junk that I was seeing. I didn't want to do 3D, for instance. Es war aber nicht nur der Stil der Filme, sondern auch das, was er als neue Grobheit des Inhalts empfand, auf die sich Hollywood zubewegte, wobei er eine übermäßige Menge an Flüchen in Filmen nannte. Wilder nahm auch Tim Burtons Darstellung von Willy Wonka ins Visier, eine Rolle, die Wilder berühmt gemacht hat. Es genügt zu sagen, dass Wilder kein Fan davon war. I think it's an insult. I don't care for that director, and he's a talented man, but I don't care for him for doing stuff like he did. Geboren am 10. November 1977 in Atlanta, Georgia, hatte Brittany Murphy ihren ersten großen Durchbruch als Schauspielerin im Alter von 14 Jahren, als sie die Tochter von Debney Coleman in der Sitcom Drexel's Claire spielte. Ihre Nebenrolle als die uncoole Ty Frazier in der Coming-of-Age-Komödie Clueless, was sonst, aus dem Jahre 1995, katapultierte sie jedoch zu internationalem Ruhm. Es folgten von der Kritik gefeierte Rollen in Filmen wie Durchgeknallt und 8 Mile, sowie eine langjährige Sprechrolle in der Zeichentrickkomödie King of the Hill. Doch am 20. Dezember 2009 brach die 32-jährige Murphy in ihrem Haus zusammen und verstarb an einer Kombination aus Pneumonie, Anämie und einer Vergiftung durch mehrere rezeptfreie und verschreibungspflichtige Medikamente. Trotz des Berichts des Gerichtsmediziners stellten ihre Familie und andere eine Reihe von alternativen Theorien für ihre Todesursache auf, darunter auch eine vorsätzliche Vergiftung. Brittany Murphy wirkte verwirrt und benommen, als sie am 3. Dezember 2003, gut zwei Wochen vor ihrem Tod, ihr letztes Interview bei Fox News Pop-Tarts gab. In dem Interview sprach sie über ihren dramatischen Gewichtsverlust und warb für die Wohltätigkeitsorganisation Looking Beyond, die unterprivilegierte Kinder unterstützt, die medizinische Prothesen benötigen. Sie sagte: "Ich fühle mich sehr gesegnet für alles, was ich in meinem Leben und meiner Familie habe. Von biblischen Epen bis hin zu Science-Fiction-Thrillern, Charlton Heston verlieh jedem Film, in dem er mitspielte, eine gewisse Ernsthaftigkeit. Hestons Rolle als Moses in die Zehn Gebote machte ihn zum Superstar. Und es folgten Rollen in mehreren historischen Dramen, einschließlich Ben-Hur, für den er einen Academy Award erhielt. In den späten 1960ern und frühen 70er Jahren wurde Heston dank Filmen wie Planet der Affen zum Actionstar. In seinen späteren Jahren war Heston ein ausgesprochener Verfechter konservativer Anliegen und wurde im Jahre 1998 zum Präsidenten der National Rifle Association gewählt. Im Jahr 2002 gab Heston bekannt, dass er an der Alzheimer-Krankheit leidet. In seinem letzten öffentlichen Interview im selben Jahr sprach er mit Peter Jennings von ABC über seine Diagnose. You have to take it as it comes, do the best with your life you can. And what can't be cured must be endured. Heston verstarb am 5. April 2008 im Alter von 84 Jahren. Der in Texas geborene 80er-Jahre-Schwarm Patrick Swayze begann seine Karriere als professioneller Tänzer, bevor er am Broadway in Shows wie Grease erfolgreich wurde. Swayzes Bühnenarbeit führte ihn schließlich nach Hollywood, wo er 1983 mit der Rolle des Daryl Derry Curtis in Francis Ford Coppolas Verfilmung von Essie Hintons Jugendroman Die Outsider seinen Durchbruch erzielte. Swayzes Fähigkeiten als Tänzer traten in dem Hit Dirty Dancing von 1987 in den Vordergrund, der ihn zu einem Hollywood-Sexsymbol machte. Auch mit den Hits Roadhouse und Point Break konnte Swayze bei Actionfans punkten. Patrick Swayze, bei dem im Jahre 2008 Pankreaskrebs im vierten Stadium diagnostiziert wurde, sprach 8 Monate vor seinem Tod im September 2009 mit Barbara Walters.
Trotz seines schwindenden Gesundheitszustands war Swayze entschlossen, seine Chancen zu übertreffen. I want to last until they find a cure. Which means I better get a fire under it. Carrie Fisher verzauberte Millionen von Menschen als Prinzessin Leia in der Star Wars Saga und erwarb sich hinter den Kulissen Respekt als äußerst talentierte Romanautorin und Drehbuchautorin mit einem scharfen Verstand. Dennoch hatte Fisher während eines Großteils ihres Lebens mit psychischen Problemen und Drogenabhängigkeit zu kämpfen, Themen, über die sie mit Offenheit und Humor sprach. Fisher hatte für ihr Buch das Tagebuch der Prinzessin Leia geworben, als sie in The Graham Norton Show auftrat. Bei den Aufnahmen in England, die nur wenige Wochen vor ihrem Herzinfarkt auf einem Flug von London nach Los Angeles entstanden, sprach Fisher mit Humor und Pathos über das Auffinden ihrer Tagebücher aus der Star Wars Ära. Ich hatte vergessen, dass ich sie geschrieben hatte. Sie befanden sich in einem Lagerraum unter meinem Schlafzimmer. Und so brachten wir all diese Dinge hoch und dachten, ich würde sie in ein Buch packen. Ich fand diese drei Tagebücher und war ein wenig traurig darüber. In den Büchern bin ich sehr unsicher und ich hatte nicht in Erinnerung, dass ich so unsicher war. Kein Name ist so synonym mit dem Wort Filmstar verbunden wie der von Marilyn Monroe. Geliebt für ihre temperamentvolle Persönlichkeit, ihre gehauchte Stimme und ihre umwerfenden körperlichen Attribute, machte sie sich einen Namen in Komödien wie Blondine bevorzugt und manche mögen's heiß. Ihr lebhaftes Auftreten auf der Leinwand täuschte jedoch über ein Leben voller Einsamkeit und Depression hinweg. Dass sie in Filmen wie Misfits nicht gesellschaftsfähig, ihrem letzten abgeschlossenen Film erfolgreich darstellte. Wie die Biografie dokumentierte, war Marilyn Monroe am 1. Juni 1926 unter dem Namen Norma Jean Mortensen geboren. Während ihrer Arbeit in einer Munitionsfabrik in Van Nuys, Kalifornien, wurde Norma Jean von einem professionellen Fotografen entdeckt und startete eine erfolgreiche Karriere als Model. Im Jahre 1946 unterschrieb sie ihren ersten Filmvertrag, färbte ihr rotes Haar blond und taufte sich auf den Namen Marilyn Monroe um. Monroe gab ihr allerletztes Interview mit Richard Merriman von Life. In dem Artikel sprach Monroe ausführlich über die Natur des Ruhms und sagte, Zitat, jeder zehrt immer an dir. Sie hätten alle irgendwie gerne einen Brocken. Wisst ihr, sozusagen. Sie nehmen quasi ein Stück von dir und ich glaube nicht, dass sie sich dessen bewusst sind. Das Interview erschien in der Ausgabe von Life am 3. August 1962, nur zwei Tage bevor Monroes Leiche entdeckt wurde. Monroe verstarb an einer Überdosis von Barbituraten, was als offensichtlicher Selbstmord gewertet wurde. Wenn ihr oder jemanden, den ihr kennt, Probleme mit Selbstmordgedanken habt oder habt, gibt es Hilfe bei der bundesweiten Seelsorge unter der Telefonnummer 0800 111 0222.